Ja, es kommt was wieder. Ist da was kaputt gegangen? Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Oh, ja, alles klar. Ich habe da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also schön, dass der nächste da durchgeht von denen. Was werde ich denn? Hier. Wir machen wollen ja. Also nur sterben. Ach da. Schon drüber. Ach so. Yes. Ja, wie willst du mich jetzt umbringen? Mit derselben Brennungskammer? Mit Geschützen? Ich hab die Geschütze ausgeschaltet. Lass mich raten, die Geschütze, das Titan brauche ich jetzt. Ja? Ist er kaputt hier? Nee. Doch hier. Na komm, und rein damit. Und draußen bin ich. Ridley, wo bist du? Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn's recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich's zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Nur du und ich und ein grausamer Todeskampf.
Du siehst, gleich hier Schluss zu machen ist das günstigere Angebot. Du musst dich nicht bis zu meinem Versteck durchkämpfen, wo doch hier sein bequemer Tod in greifbarer Nähe liegt. Und es ist ja keine Falle, ich schwöre. Du gehst den Tod viel zu schnell, viel zu schnell. Oh. Und oben rein tust du mir. Ich traf viel zu schnell, wieso bin ich schon so der Risch gezogen? Ah! Nein, nein, nein. Super, da bist du ja. Lass mich nur mal eben diesen Steg loswerden. Das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn es recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Das heißt ja wohl nein. Was hat da jetzt vor? Keine Ahnung, was er gemacht hat. Auf jeden Fall irgendwas Schlimmes. Schön, dass ich noch verbunden bin mit denen. Nice. Spiel steht unbeabsichtigt eigentlich. Ne, da drüben ist es doch schon. Okay, ich muss einspringen. Ab in den Strom! Hui! Trenner bin ich. Aber was macht er denn überhaupt? Wo sind wir überhaupt? Sind wir denn? Ich bin nicht dumm, weißt du. Ich merke schon, dass du mir nicht vertraust. Ja. Du denkst, ich betrüge dich und an jedem anderen Tag hättest du recht. Die Wissenschaftler haben dauernd Kerne an mir befestigt, um mein Verhalten zu steuern. Ich hörte mein Leben lang Stimmen. Doch nun höre ich die Stimme eines Gewissens und das ist schlimm. Denn jetzt ist es meine eigene Stimme. Ja. Ja, langsam kriegst du nämlich ein Gewissen. Und ich hoffe, wie gesagt, ehrlich, den nutzt das jetzt mal aus, das Gewissen. Und nicht so denkend, ja. Ich sowieso ist eine Tüße, ja. Das geht sich gar nicht so, ne? Ne, nicht da oben. Doch, da oben, aber ich zähle. Ich doch. Da kann man doch was. Beschädigte Kerne, so ein Glück. Oh! Du versuchst ihn irgendwie zu lähmen. Ich hole einen Kern, den du dann an ihn anschließt. Das machen wir ein paar Mal, bis er einen neuen Kerntransfer braucht. Okay, gut. Wenn das der Plan ist, dann hoffentlich klappt der Plan.